Bis in die Mitternachtsstunden hat man gestern miteinander verhandelt. Die Gräben, die seien sehr tief zwischen der ÖVP und der FPÖ in Niederösterreich. Das wurde auch am Anfang der Woche bereits bei einer separaten Pressekonferenz bekannt gegeben. Wie wahrscheinlich war es denn für Sie, dass es jetzt doch eine Einigung auch unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gibt? Ich würde sagen, am Beginn der Woche war es für mich eine 50-50-Chance, ob diese Einigung zustande kommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Niederösterreichische Volkspartei 6 Wochen lang mit der Sozialdemokratie verhandelt hat und gegen Ende letzter Woche zu keinem Ergebnis gekommen ist und nächste Woche bereits die Konstituierung des Landtages stattzufinden hat. Das heißt, der Landeshauptmann, die Landeshauptfrau muss gewählt werden. Die Regierungsmitglieder müssen mit Ressorts versehen werden. Sie müssen in die Gänge kommen, sie müssen arbeiten. Das heißt, 6 Wochen lang hat SPÖ und ÖVP eigentlich die Zeit verschießen, dem lieben Gott die Zeit gestohlen. Und jetzt musste man binnen einer Woche ein Arbeitsübereinkommen auf die Füße stellen zwischen der FPÖ und der ÖVP, die sich ja bekanntermaßen in Niederösterreich nicht erst seit dem Wahlkampf in inniger Abneigung verbunden worden. Die Verhandlungen mit der SPÖ wurden abgebrochen. Sven Hergovich hat hier Bedingungen aufgestellt, von denen er nicht abrücken wollte. Er wollte sich eher eine Hand abhacken. Glauben Sie, hat Sven Hergovich damit gerechnet, dass vielleicht nach Gesprächen mit der ÖVP und der FPÖ es doch dazu kommt, dass man sich wieder der SPÖ zuwendet? Die Chance besteht. Es sind 3 Parteien, die in der Regierung vertreten sind. Das heißt, die Volkspartei hat die Möglichkeit, einerseits mit der Sozialdemokratie eine Koalition zu zimmern oder mit den Freiheitlichen. Es hätte auch die Chance gegeben, dass Freiheitliche und Sozialdemokraten eine Koalition gegen die ÖVP zimmern. Das heißt, das Freispiel der Kräfte wäre möglich gewesen. Die Sozialdemokratie hat sich aus meiner Sicht hier aus diesem Rennen genommen in Wahrheit. Und auf den Vergleich des SPÖ-Landesvorsitzenden, er würde sich zuerst die Hand abhacken, bevor er auf einer seiner Kernpunkte verzichtet. Er ist seit voriger Woche amputiert. Ich gratuliere ihm. Er hat sich selbst die Hand abgehackt, weil er in Zukunft in der Landesregierung sitzt und in Wahrheit nichts zu sagen hat. Der Sinn und Zweck einer Proporzregierung ist, dass man natürlich seinen Einfluss geltend macht, und zwar in jenem Ausmaß, wie man Wählervertrauen bekommen hat. Udo Landbauer ist es sicherlich nicht leicht gefallen, auch atmosphärisch nicht leicht gefallen, mit der Volkspartei und vor allem mit Johanna Mikl-Leitner, die er vor 5 Jahren gegen ihn die Liederbuch-Affäre gezogen hat, die dann in sich zusammengebrochen ist, sich nun ausgerechnet mit dieser Dame an einen Tisch zu setzen. Aber es ist ein Zeichen des Mutes, es ist auch ein Zeichen der Großzügigkeit, ich glaube von beiden Seiten, dass man hier in relativ kurzer Zeit es geschafft hat, ein Arbeitsübereinkommen zustande zu bringen. Aber wie gesagt, bewerten wird man es erst können, wenn die Details am Tisch liegen. Das heißt, wer hat sich durchgesetzt? Gibt es Entschädigungen für die Corona-Opfer, also für jene, die von der Corona-Autokratie in Niederösterreich verfolgt worden sind? Wird man den Wirtschaftsstandort stärken? Wird man gegen das Asylchaos, Stichwort Reiskirchen, vorgehen? Das werden die entscheidenden Punkte sein. Wird man den Wirtschaftsstandort Niederösterreich halten können? Wird man die Sozialleistungen ausbauen in einer Zeit der Inflation und der Teuerung? All das werden wir am Nachmittag erfahren und dann kann man auch diese Koalition bewerten. Die alleinige Zusammenarbeit von FPÖ und ÖVP ist noch nichts Überraschendes. Das hat es 2000 auf Bundesebene gegeben, das hat es bis Ibiza auch auf Bundesebene gegeben. Das gibt es in Niederösterreich, in der Landesregierung, nunmehr, zuvor schon in Oberösterreich. Also die reine Farbenlehre haut mich nicht vom Hocker. Mich würde interessieren, was im Arbeitsübereinkommen steht. Was denken Sie denn, was die Niederösterreicherinnen und die Österreicher auch von dieser Zusammenarbeit erwarten können? Naja, wir leben in einer äußerst schwierigen Zeit. Wir haben 3 Jahre Corona hinter uns gebracht. Eine Krise, die für sich bereits eine Katastrophe war. Wir haben eine Politik gehabt, die falsch reagiert hat in Wahrheit. Aber wir müssen gefeit sein, dass diese Grundrechtsbrüche nicht in der Zukunft vorkommen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass Parteien in Zukunft aufpassen, dass die Grund- und Verfassungsrechte der Österreicherinnen und Österreicher geschützt werden. Wir haben seit 13 Monaten einen Krieg in der Ukraine und darauf aufbauend einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der Russland einen Handelsüberschuss von mehr als 300 Milliarden Dollar gebracht hat und uns eine Horrorinflation von 11%. Ich erinnere, die heutigen Inflationszahlen sind wieder vermeldet worden. 10,9%, also wieder 11%. Und das mittlerweile seit mehreren Monaten in Serie.
Wir haben eine Teuerung, die manche Menschen in unserem Land in die Armut treibt. Manche ist untertrieben, ich würde sagen viele Menschen. Wir haben 400.000 Menschen, die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Wir haben Lebensmittelpreise, die sind um 100% gestiegen, Energiepreise, die sind um 150% gestiegen. Das heißt, wir leben in einer zweifelsohne sehr schwierigen Zeit. Und dort hat die Politik und insbesondere die Regierungspolitik, egal auf Bund- oder auf Landesebene, die verdammte Pflicht, sich schützend vor die Bevölkerung zu stellen und die Bevölkerung, die gepeinigte Bevölkerung, durch diese schwierige Zeit durchzutragen. Durch richtige Entscheidungen, durch Entscheidungen mit Weitsicht zum Schutz der eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Also ich glaube, dass sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verdient haben, eine Regierung, die genau jenen Schaden ausmerzt, den die Bundesregierung durch ihre Sanktionspolitik derzeit anrichtet. Die letzten Umfragen haben es gezeigt, in der Kanzlerfrage ist jetzt Karl Nehammer wieder an Herbert Kickl vorbeimarschiert. Glauben Sie, dass eine solche Koalition auch auf Bundesebene in Zukunft möglich sein wird, vor allem als nächste Regierung? Das selbstverständlich ist das auf Bundesebene möglich, weil wir sehen, dass alle diese Schwüre, die von der ÖVP die letzten Jahre gekommen sind, mit der FPÖ nie wieder in Wahrheit Lug und Druck sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johanna Mikl-Leitner es definitiv ausgeschlossen hat, jemals mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition zu zimmern. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau Sebastian Kurz regelrecht genötigt hat, damals Herbert Kickl zu entlassen. Und nun sitzt sie mit dem Statthalter Herbert Kickl in einer Regierung. Das heißt, was die ÖVP verspricht, hat die Halbwertszeit von einer Schlaftablette, aber nicht mehr. Natürlich ist daher jede Koalitionsform auf Bundesebene möglich. Was ich mir nur erwarte, ist nicht nur die rein theoretische Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ, sondern ich würde mir von einem künftigen SPÖ-Parteivorsitzenden Hans-Peter Doskozil mir erwarten, dass auch er endlich die Franitzky-Doktrin beerdigt, ansonsten die sozialdemokratische Partei die nächsten 30 Jahre auf der Oppositionsbank hocken wird. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Das heißt, wir brauchen in Österreich ein freies Spiel der Kräfte, auch auf Bundesebene. Die Sozialdemokratie ist aufgerufen, aus ihrem Trainereck herauszukommen, in die Gänge zu kommen, auch personalpolitisch, und dann endlich mit dieser Franitzky-Doktrin, sprich der Ausgrenzung der Freiheitlichen Partei, aufzuhören. Dann wären in Österreich auch viele wertvolle, sinnvolle und verantwortungsvolle Koalitionsvarianten möglich. Darf ich Ihren Worten jetzt entnehmen, dass Sie davon ausgehen, dass bei einer Mitgliederbefragung innerhalb der SPÖ auch Hans-Peter Doskozil hier als Sieger hervorgeht? Naja, wenn Johanna Mikl-Leitner, sage ich schon, wenn Pamela Scheuer, Randy Wagner, die Damen sind sich sehr ähnlich in ihren Standpunkten, wenn Pamela Scheuer, Randy Wagner gestern mitteilt, dass sie die Politik verlassen wird für den Fall, dass sie bei der Mitgliederversammlung scheitert, dann ist das in Wahrheit ein Signal an die eigenen Genossinnen und Genossen der Roten, dass Frau Randy Wagner im Falle des Falles nicht hält, ja? Sondern dass sie sich in ihr Winkel zurückziehen will, dass sie in Wahrheit enttäuscht, bereits jetzt enttäuscht ist, emotional enttäuscht ist. Das ist kein gutes Signal an die Mitglieder. Die Mitglieder wollen Persönlichkeiten, die bei Wind und Wetter an der Stange stehen bleiben und das sozialdemokratische Fähnlein in die Höhe halten. Eine Parteivorsitzende, die bereits vor der Mitgliederbefragung für sich feststellt, dass sie ohne dies nicht in der Politik bleiben wird, ja, der wären, glaube ich, schlechte Chancen bei einer Mitgliederbefragung ausgerechnet. Am Anfang der Woche haben sich Johanna Mikl-Leitner und Udo Landsbauer auch an die Öffentlichkeit gewandt und über diese Gespräche gesprochen. Allerdings hat man sich da nicht gemeinsam vor die Kameras gewagt, sondern jeder für sich. War das überhaupt ein gutes Zeichen, auch gerade im Hinblick darauf, dass die beiden ja eigentlich zeigen möchten, dass sie gut miteinander können? Ich glaube nicht, dass beide miteinander gut können. Also das möchte ich in Abrede stellen. Ich glaube, dass es zutiefst menschliche Gräben zwischen Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer gibt. Wir dürfen nicht vergessen, Udo Landbauer war vor 5 Jahren noch um einiges jünger. Über Nacht musste er seine politische Verantwortung, obwohl er gewählt war, verlassen, weil eine Liederbuchaffäre gegen ihn gezündet wurde. Er wurde quasi auch in seiner Existenz bedroht. Er wurde gejagt. Der Bundespräsident hat Erklärungen abgegeben, dass Udo Landbauer das Schrecklichste in dieser Republik sei. Also da hat schon eine Hexenjagd gegen ihn stattgefunden und ich verstehe, dass Udo Landbauer das nicht vergisst. Das würde ich auch nicht vergessen. Der liebe Gott verzeiht, aber Gerald Groß nicht. Da gibt es noch qualitative Unterschiede. Und daher wird sich eine
menschlich vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Udo Lampau und Johanna Mikl-Leitner nicht ergeben, ja? Sondern es wird eine Sacharbeit sein, wo man sich quasi auf das Koalitionsübereinkommen, auf das Arbeitsübereinkommen konzentriert, das abarbeitet, aber dass die beiden jemals ziemlich beste Freunde werden, das wage ich zu bezweifeln. Inwiefern kann man politisch gut miteinander arbeiten, wenn das Persönliche nicht passt? Ist das eine vom anderen total unabhängig? Kann ja sein, dass sich das mit der Zeit ergibt. Also ich würde das auch nicht ausschließen. Kann sein, dass sich das mit der Zeit ergibt, wiewohl ich die Freiheitliche Partei Niederösterreich schon warnen möchte. Die Österreichische Volkspartei ist von ihrer Genetik eine schwarze Witwe. Das heißt, alles, was man der ÖVP in den Koalitionsverhandlungen herunterreißt, wo man sie bis auf die Unterhose auszieht und quasi sie über den Tisch zieht, die Volkspartei, das bekommt man dann unter der Periode stückchenweise von dieser ÖVP zurück. Das ist in jeder Ortsgruppe so, das ist in jeder Landesgruppe so, das ist auf Bundesebene so. Die ÖVP ist die sogenannte schwarze Witwe, die den eigenen Partner umbringt. Also ich würde sagen, das liegt eben, wie gesagt, im Wesen der ÖVP, weil sich die ÖVP immer ausrechnet, nur einen Erfolg über den eigenen Koalitionspartner akquirieren zu können. Ich habe oft in meiner damals aktiven politischen Zeit erlebt, dass wenn du mit einem Sozialdemokraten was ausmachst, dass das hält, und zwar bombensicher. Wenn du einem ÖVP-Funktionär die Hand gibst, um mit ihm etwas zu vereinbaren, musst du dann tatsächlich abzählen, ob noch alle Finger auf der Hand sind. Und das ist das Grundproblem mit der ÖVP. Das ist auf Bundesebene so, das ist auf Landesebene so. Schauen wir mal, vielleicht findet eine Läuterung statt. Wir haben Ostern, vielleicht gibt es die große Einsicht, auch in Niederösterreich, dass es so wie bisher nicht weitergehen soll.